Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal, wie versprochen, Matt Gaming and Office mit dem Benz Hardware PC Intel Stage 2 für 2.969,99 Euro. Zuallererst Benz Hardware, das ist ein TikTok-Creator. Wir schauen uns mal kurz seinen TikTok-Kanal an. Hier ist er auch schon, hat 321.000 Follower, hat verschiedene Videos, der erklärt unter anderem über irgendwelche anderen Videos auf, wenn die Quatsch erzählen, zeigt Hardware oder wie man etwas übertaktet, beziehungsweise was passiert, wenn man übertaktet oder wenn die CPU und Service Throttling kommen oder ähnliches. Ist an und für sich ein ganz guter Kanal. Wenn man auf seine Webpage geht, sieht man hier erstmal Werbung und 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 seine PC-Config. Aber gut, es ist halt so, wie es ist. Wir haben hier oben auch noch die Partnerschaft, mein Partner für perfekt konfigurierte Gaming-PCs, Matt Gaming Shop. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Zuallererst muss man sagen, das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Das passt schon soweit. Nur, hier ist es eben so, hier ist die Wasserkühlung drin. Die hat diese drei RGB-Lüfter. Und dann sind noch drei weitere reinkonfiguriert. Das heißt, es fehlen drei. Wenn ihr dieses Bild seht, werden wahrscheinlich drei Lüfter fehlen. Ob die jetzt hier an der Seite fehlen oder unten, das weiß ich leider nicht, kann das System jetzt nicht mal eben bestellen, 3000 Euro ist eine Stange Geld, klare Sache. Aber das wollte ich nur mal erwähnt haben, ansonsten das Gehäuse und so passt. Es steht auch bei den meisten Artikeln, dass die eben nicht verfügbar sind. Seitdem er mit denen eine Partnerschaft hat und die Werbetrommel rührt, sind die Systeme ziemlich schnell weg. Die haben auch hier oben den Hinweis, die Nvidia RTX 3070 und 3080 wird diesen Montag am 24.01. nicht verfügbar sein. Das ist ein älterer Hinweis. Ich mache das Video jetzt gerade am 7.02. Das heißt, diese Meldung ist nicht mehr aktuell. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht lieferbar, aber der Preis steht ja da, deswegen gehen wir darauf ein. Zuallererst ein paar Goodies, was die so machen. Also Windows 10 Pro wird installiert und aktiviert, Installation aller wichtigen Treiber, Update auf die neueste Windows-Version sowie BIOS-Update, Einstellungen der Lüfterkurve aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb, Einstellen des XMP-Profils für den RAM, wenn vorhanden, 24 Stunden Stresstest für CPU, RAM und Grafikkarte, PC anschließen und sofort loslegen. Ja gut, dieses Thema mit der Lüfterkurve und dem XMP, das ist eine Sache von 5 Minuten, das ist nichts Besonderes. Das BIOS-Update ist ganz nice, das macht mein Factory aber auch, wenn ihr da was zusammenstellt und das für 150 Euro zusammenbauen lässt, dann wird ein BIOS-Update einfach mitgefahren. Was ich ganz cool finde, in der Zusammenfassung hier von diesem PC sieht man wirklich alle Daten, bis auf die Grafikkarte, das ist irgendein Custom-Modell, es kann dann eine MSI, eine Gigabyte oder eine Zotac, irgendwas sein, ihr wisst da nicht genau, was ihr bekommt, aber ist ja bei den meisten so. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i7 12700K, 8 Kerne plus 4 Kerne, 20 Threads, das sind wieder diese 8 Performance und 4 Efficiency-Kerne, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist ein guter Prozessor, der wird auch gut warm, 125 bis 190 Watt, da braucht ihr auf jeden Fall eine Wasserkühlung. Ich glaube nicht, dass ihr dem mit einem Luftkühler gescheit beikommt, ohne dass der die ganze Zeit auf volle Leistung dreht und dementsprechend auch laut ist. Der ist natürlich auch gut zum Stream geeignet, unterstützt Dual-Channel-RAM, also DDR5 4800 MHz oder 3200 MHz in DDR4. Ihr könnt den auch mit 3.6 oder 4000 oder so betreiben, das packt ja auch überhaupt kein Problem. Warum er hier einen 12700K und keinen KF nimmt, erschließt sich mir nicht ganz, weil ihr habt eine Grafikkarte in dem System. Ihr braucht diese integrierte Grafikeinheit nicht mit Intel UAD Graphics 770. Ist natürlich ganz nice, wenn die Grafikkarte abbraucht, habt ihr halt noch eine Quelle, wo ihr die Grafik von ziehen könnt. Der F wäre ein bisschen günstiger gewesen, leistungstechnisch sind die gleich auf und der kostet 414 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir als Mainboard ein Gigabyte Z690 Gaming X DDR4. Der Z690 Chipsatz, der ist natürlich zum Übertakten bestens geeignet, das ist auch ein sehr gutes Mainboard. Man sieht hier leider nicht sonderlich viel, ihr habt halt die gekühlten Spannungswandler, hier ist das I.O. Shield, hier kommen 4 RAM-Bänke, 2 davon sind belegt, das heißt, ihr könnt auch mit 2 weiteren erweitern. Hier kann der M.2 SSD rein, hier unten drunter tatsächlich auch noch 3 Stück. Also ihr habt 4 Möglichkeiten, eine Festplatte einzubauen, also eine SSD, eine NVMe-SSD. Die Grafikkarte kommt hier rein, hier unten könnt ihr noch erweitern mit, was weiß ich, einer WLAN-Karte, Capture-Card, was ihr gerne möchtet. Das ist ein gutes Board. Hier habe ich mir auch ein Video rausgesucht, Link in der Beschreibung. Hier seht ihr auch nochmal unter der Abdeckung hier oben die kleine SSD, also beziehungsweise ihr könnt ja auch große SSDs einbauen. Ihr habt halt die Möglichkeit, bis zu 4 SSDs da einzubauen. Das sage ich jetzt, weil ich gleich noch zu einem Thema komme. Von den Anschlüssen her haben wir einmal Toslink mit Mikrofon und Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, USB 3.2 Typ C, USB 3.1 haben wir auch zweimal. HDMI DisplayPort könnt ihr benutzen, ihr habt aber eine Grafikkarte, von daher macht es eben keinen Sinn. Aber wenn die Grafikkarte mal abbraucht, könnt ihr mit diesem Prozessor tatsächlich eine Bildausgabe starten, um eure Daten zu sichern, was auch immer ihr dann gerne machen möchtet. FEMA USB 2.0. Also alles im allen grundsolides Board, ein bisschen RGB-Beleuchtung haben wir ja auch noch. Und das kostet 209 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir das Lianli PC-O11 Dynamic Schwarz Glasfenster. Ja, das Case, das solltet ihr kennen. Das hat so ziemlich jeder Streamer irgendwie im Hintergrund stehen. Das ist auch schon ziemlich, ja, wie soll man sagen, ausgelutscht. Das haben sehr, sehr viele wirklich. Also es wird sehr oft genommen. Es hat auch einen guten Airflow, Stabilität, alles super. Ihr könnt hier oben zum Beispiel eine Wasserkühlung einbauen und auch an der Seite. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine Grafikkarte hättet, die eine integrierte AIO hat,
dann könnt ihr das an der Seite noch einbauen. Und unten können auch noch drei Lüfter eingebaut werden. Kabelmanagement ist super, ist ein super Case, überhaupt keine Frage, passt auch alles rein und kostet 133,37 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X Custom Modell. Da es ein Custom Modell ist, und zwar irgendeins, also wir können die Founders Edition können wir ausschließen, aber da es ein Custom Modell ist, können wir jetzt einfach die MSI nehmen, die ist aktuell am günstigsten. Es kann auch eine Gigabyte oder Zotac oder so sein, habe ich ja eben am Anfang schon gesagt. Ist eine gute Grafikkarte, danach kommt noch die 3080, 3080 Ti und 3090. AMD hat zum Beispiel noch die 6800 oder 6900 XT. Ich zeige euch gleich auch noch einen kleinen FPS-Test und die kostet 984 Euro bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt. Das ist ein sehr gutes Netzteil, 850 Watt ist auch angebracht für dieses System. Platinum zertifiziert, also sehr effizient bei 50% Auslastung. Also kann ich nicht meckern, vollmodular, alles in Ordnung. Könnt ihr hinterher sogar noch erweitern, wenn ihr zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, eine 3080 Ti oder so reinzuwerfen, das packt er auch. Und das kostet 145 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir Crucial Ballistics RGB 32 GB DDR4 3600 MHz CL16. Also über den RAM habe ich noch nichts Schlechtes gehört, 32 GB in der Preisklasse sollten auch schon sein. Zum Beispiel Lexi hat ja auch so ein System, die hat sogar 64 GB, das braucht aber keiner. 32 GB ist okay, zukunftsweisend alles gut. Sie hat 64 GB, weil sie hat Grafikdesign und so macht, da braucht man das schon, auch zum Rendern. 3600 MHz entspricht natürlich mehr als die Spezifikation von Intel, das packt er aber ganz locker, hat dann noch ein bisschen mehr Performance. RGB-Beleuchtung haben wir auch mit dabei und er kostet 199,90 Euro bei Case King. Der CPU-Kühler ist eine Arctic Liquid Freezer 2 360 ARGB. Der ist eine 360er AIO mit ARGB-Beleuchtung, ist eine super Wasserkühlung, überhaupt kein Problem, kriegt den Prozessor auch gekühlt. Er hat ja auch eine hohe TDP, deswegen habe ich eben schon davon gesprochen, mit einem Luftkühler wird schon schwierig. 360er Wasserkühlung, passt gut ins Gehäuse, sieht schick aus, funktioniert, alles klar. Hat sogar eine Herstellergarantie von 6 Jahren, das ist natürlich eine Ansage, ne? Und die kostet 109,90 Euro bei Case King. Als Festplatten fangen wir jetzt mal mit der Samsung an. Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB M.2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3300 MB die Sekunde. Zeigt mir mal ein Spiel, was 3,5 GB die Sekunde in den Arbeitsspeicher legt. Also das ist nicht schlecht. Ich finde es gut, dass er die reinkonfiguriert hat. Es gibt auch noch schnellere. Das macht dann aber irgendwann hinterher keinen Sinn mehr. Für die Gamer reicht das locker. Er hätte auch eine günstigere nehmen können, aber bei so einem Preispunkt sollte man schon so eine verbauen. Und die kostet 109 Euro bei Mindfactory. Jetzt kommen wir zu der SanDisk. Das ist eine SanDisk SSD Plus 1TB SATA. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 535 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 450 MB die Sekunde. Mir stellt sich jetzt die Frage, warum nimmt man eine SATA SSD, wenn das Mainboard doch noch drei weitere Plätze Platz hat für eine M.2 SSD? Weil die kostet jetzt 82,87 Euro. Und so eine M.2 kostet 74,80 Euro mit derselben Größe, 1TB. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1800 MB die Sekunde. Die wäre günstiger, hätte mehr Platz gelassen im Case, wobei das Case einfach riesig ist, also das ist schon in Ordnung. Nur warum nimmt man dann die teure 2,5 Zöller, anstatt einfach noch eine M.2 zu nehmen? Jetzt kann man natürlich argumentieren, dann habt ihr noch drei weitere Plätze Platz. Ja, okay. Ihr könnt auch hinterher einfach eine 2,5 Zöller reinschmeißen, das geht auch. Deswegen erschließe ich mir das nicht so ganz, warum man eine 8 Euro teurere 2,5 Zoll nehmen muss. Aber gut, es ist schön, dass weiterer Speicherplatz vorhanden ist. Für Spiele und Bilder und Videos zum Auslagern völlig in Ordnung. Da hätte eine HDD natürlich auch gereicht, das wäre aber wieder ein anderer Punkt. Bei der Preisklasse würde ich schon sagen, immer vollständig auf SSD setzen. Und die kostet 82,87 Euro bei Mindfactory. Zubehör, Zusatzleistung, Undervolting, Grafikkarte, ja, das ist ganz nice, dann wird die nicht so warm. Aber naja, das war es dann auch irgendwo, ne? Gehäuselüfter Arctic P12 PWM PST ARGB 0 Dezibel, was auch immer das bedeuten soll, 120 mm Dreierpack. Hier haben wir es auch schon, das ist genau diese Erweiterung für das Case, was ich eben meinte. Deswegen frage ich mich, warum auf dem Bild 9 Lüfter zu sehen sind und in Wirklichkeit nur 6 in diesem System sind, 3 von der Wasserkühlung und 3 von diesen hier. Das Lustige ist auch, ihr habt hier jetzt einen Preispunkt, einen Endkundenpreis von 33,07 Euro. Die nehmen 50 Euro, wenn ihr euch noch einen Dreierpack reinpacken wollt. Und nein, ich veräppel euch nicht. Die nehmen 50 Euro für ein weiteres Dreierpack, damit es schön aussieht. Nichtsdestotrotz, das sind gute Lüfter, haben auch 10 Jahre Garantie. Die passen auch gut ins Gehäuse, lassen sich auch RGB steuern von der Beleuchtung her. Und kosten, wie gesagt, 33,07 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir dann noch das Betriebssystem Windows 10 Pro 64-Bit.
Das ist jetzt natürlich auch ganz interessant. Bei den Aldi-PCs war Windows 11 mit dabei. Da habe ich ein bisschen geschimpft. Da habe ich gesagt, ja, Windows 11 ist aktuell noch nicht so ausgereift. Da könnte man Probleme mit Treibern oder Spielen und so kriegen. Da wurde mir aber gesagt, Windows 11 ist für diese Prozessorgeneration wichtig, weil der sonst mit den Performance- und Efficiency-Cores nicht so ganz hinkommt. Hier haben wir jetzt Windows 10 Pro. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, von Windows 10 kostenlos auf Windows 11 zu upgraden, falls ihr merkt, dass es performance-technisch nicht so gut läuft. Aber hier ist halt Windows 10 dabei. Ich finde es gut, weil ich weiß, dass es da weniger Kompatibilitätsprobleme gibt. Windows 11 hätte es natürlich dann auch getan, aber gut, da wollen wir uns jetzt nicht drauf festlegen. Kostet 19,90 € aktuell. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier haben wir die zweite SSD, hier ist der Prozessor, der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte, die natürlich auch eine Zotac oder so sein könnte, das Gigabyte Board, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2.440 €. Das System soll kosten 2.969 €. Fast 530 € zu teuer. Gegenüber Selbstbau. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen und sagen, okay, wir berechnen mal 150 bis 200 € noch einfach so jetzt fürs Zusammenbauen. Dann seid ihr immer noch viel zu teuer. Und das passiert, wenn man diese Werbepartnerschaften hat. Es ist ein aufwendiges System. Das verstehe ich. Ihr müsst viel einbauen. Ihr müsst da die Wasserkühlung reinpacken und die drei Lüfter und so weiter. Das ist jetzt nicht so ein 0815-System. Aber ihr bezahlt über 500 € zu viel. Und das finde ich schon... Uff. Und ich habe vor kurzem noch ein Video von ihm gesehen auf TikTok. Da hat er sich über Hightech abgerotzt. Genauso wie ich das gemacht habe. Hightech hat ja also maßlos überzogen. Wisst ihr, ja, sage ich auch immer wieder. Aber selbst das System von ihm für 500 € mehr. Da kann man jetzt argumentieren, wie man möchte. Man könnte jetzt auch sagen, ja, er könnte ja die und die Grafikkarte nehmen. Das ist eine Mischkalkulation. Ja, wow, dann lasst ihr 200 € mehr kosten. Immer noch zu teuer. Es ist halt, selbst wenn ihr hier diese Goodies, sag ich mal, dazu bekommt, die ihr auch bei Dubaro und so kriegt. Zum Beispiel XMP-Profil aktivieren, das macht Dubaro auch, Mindfactory auch. Die Lüfterkurve, das ist eine Einstellung von 1-2 Minuten im BIOS. Das kann jeder mit einem YouTube-Tutorial mal eben machen. Das BIOS-Update ist sowieso mit dabei bei Mindfactory, wenn man jetzt hergeht. Ach ja, Stichwort, Mindfactory. Wir nehmen diesen Warenkorb jetzt mal direkt von Mindfactory. Also alles aus einer Hand. Wir haben den Prozessor, wir haben das Board, wir haben das Case, wir haben das Netzteil. Wir mussten einen anderen RAM nehmen. Die hatten gerade den anderen nicht. Der ist preislich gesehen 20 € günstiger. Nehmen wir hier den Crucial nochmal, 199 €. Haben wir hier 179 €. Okay, hat aber dieselbe Größe, dieselbe Taktfrequenz, auch RGB-Beleuchtung, von daher. Dann haben wir auch eine andere Wasserkühlung. Wir haben die MSI MacCore Liquid 360R. Die kostet hier 114. Die Liquid Freezer, die kostet 109. Das heißt, die Wasserkühlung ist etwas teurer im Mindfactory Warenkorb. Wir haben die gleiche 1 TB 2,5 Zoll SSD, wir haben dieselbe M.2 SSD, wir haben das gleiche Lüfterpaket und wir haben hier auch eine RTX 370 Ti Gaming X Trio. Hier kriegt ihr sogar die passende Grafikkarte, also da könnt ihr sagen, ich kriege genau die. Die sieht da nicht anders aus, sondern ihr habt genau die. Da seid ihr bei 2.404 €. 2.969, 2.404. Jetzt könnt ihr hier unten bei Mindfactory noch den Montage- und Funktionstestservice reinpacken. Für 149 €, dann seid ihr bummelig bei 2.550 €. Hier haben wir auch noch die Information, was wird gemacht. Unsere Techniker prüfen ihre Bestellung auf Kompatibilität und informieren sie bei Unstimmigkeiten. Ihr kriegt dann eine Mail. Da wird dann gesagt, ey, hör mal, das Board, das passt nicht ins Case oder so. Ja, das ist dann in Ordnung. Sie können sich der Funktionalität Ihres Wunschsystems sicher sein. Wenn alles passt, wird Ihr System zusammengebaut und sämtliche Treiber der verbauten Komponenten installiert. Im BIOS werden die Standardeinstellungen vorgenommen, sprich XMP installieren und so weiter, sodass Sie zu Hause direkt loslegen können. Mit einem Intensivtest in unserer Werkstatt wird Ihr System noch einmal auf Herz und Nieren getestet. Das bieten die ja auch an, so einen 24-Stunden-Stresstest. Was ist inklusive? Unser Service beinhaltet neben der Komplettmontage Ihres Systems auch eine BIOS-Aktualisierung, das was die eben auch anbieten. Außerdem montieren unsere Techniker Ihr Prozessorkühler, Arbeitsspeichersystem und bieten zudem einen Netzteil-Einbauservice. Also alles mit drin. Alles, was ihr euch da rein konfiguriert, ist dann mit drin. Und dann seid ihr quasi bei 2.550 € bummelig. Ja, jetzt müsst ihr noch Windows mit dabei nehmen. Könnt ihr jetzt einen Key kaufen wie bei meinem Partner oder eben bei Geiz halt suchen. Eben USB-Stick reinstecken, installieren, fertig. Ihr könnt es auch bei Mindfactory mit dazu nehmen. Dann rechnet noch ein Hundi drauf. Seid ihr immer noch ganz locker günstiger, ganz locker. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal noch einen anderen PC. Jetzt nicht speziell Benz Hardware, sondern einfach mal den AMD Gaming Stage 5.1 für 2.612,50 €. Der übrigens auch nicht verfügbar ist. Dann haben wir hier die Config, merkt sie euch am besten, drückt Stopp, wenn ihr vergleichen wollt, weil wir gucken jetzt schnell durch die Liste durch. Dann haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Luftkühler, das Case, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf 2.117,85 €. Nochmal zum Vergleich, 2.612,50 €. Auch einfach mal 500 € zu teuer.
Das ist schon... Alter Schwede, und ich könnte schwören, dass ihr dieses System, so wie es hier steht, bestimmt bei Agando oder Dubaro günstiger kriegt. Vielleicht auch bei CSL oder so, oder wahrscheinlich sogar One.de. Ich könnte drauf schwören. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ihr könnt das mal so nachstellen und mal gucken, ob ihr es da irgendwie günstiger kriegt. Also das ist schon... Weißt du, über Hightech schimpfen, aber dann selber solche Preise verlangen. Das ist schon krass, das ist schon krass. Also alles in allem kann ich sagen, der ist natürlich relativ gut konfiguriert. Er hätte einen KF-Prozessor nehmen können, er hätte eine M.2-SSD als weiteren Systemspeicher nehmen können, beziehungsweise einfach nur als erweiterten Speicher anstatt dieser 2,5 Zoll SSD. Ansonsten ist er wirklich gut konfiguriert, aber einfach viel zu teuer. Ich muss es so sagen, wie es ist. Dann haben wir hier noch einen schönen Test. Hier ist ein i7-12700K mit einer RTX 3070 Ti. Ihr müsst jetzt auf das mittlere Bild achten. Der hat jetzt einfach mehrere Grafikkarten, mehrere Prozessoren genommen. Wir sind genau hier in diesem Mittelfeld. Hier haben wir Call of Duty Vanguard. Das schafft ihr im Average 178 FPS bei 1440p, also WQHD und Ultra-Einstellungen. Und unter 4K macht ihr immer noch 97 FPS. Dann haben wir Battlefield 2042, was sowieso keiner spielt, in WQHD 94 FPS. Und in 4K immer noch 67 FPS. Hier haben wir Far Cry 6 in WQHD auf Ultra-Einstellung 109 FPS und in 4K seid ihr bei 71 FPS. Dann haben wir hier noch Horizon Zero Dawn in WQHD auf Ultra 118 FPS und in 4K immer noch 80 FPS. Und dann haben wir hier noch Metro Exodus, da seid ihr bei WQHD und Ultra-Einstellung bei 116 FPS und in 4K habt ihr immer noch 80 FPS. Ich denke, zu dem PC habe ich soweit alles gesagt, er ist einfach zu teuer. Es gibt dieses System auch woanders, zum Beispiel bei Dubaro, da habe ich es eben mal zusammengestellt, lustigerweise, da war da irgendwie 40 oder 50 Euro auch günstiger. Das war auch schon teuer, klar, aber da waren auch noch etwas andere Komponenten drin, da konnte ich mich jetzt nicht genau festlegen. Schaut mal nach, versucht die mal nachzustellen, die Config, ansonsten eben einfach den Mindfactory Warenkorb nehmen, den so nachstellen, was in diesem System drin ist und dann einfach für 150 Euro zusammenbauen lassen. Das Einfachste, was ihr machen könnt. Vielleicht habt ihr Glück und findet diese Konfiguration noch irgendwie bei Agando oder so oder konfiguriert es euch selber. Ihr werdet, denke ich, auf jeden Fall günstiger rauskommen als knapp 3000 Euro. Das finde ich schon krass. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.